Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Der Bart gefällt mir. Ja, nicht schlecht. Warst du gestern beim Friseur?
Jetzt bin ich dran, Großer. Hey, warst du gestern beim Friseur? Lass mich mal kurz daran. Schön. Warst du beim Friseur? Hey, Schatz. Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Zuckerbomben. Enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Nuka-Cola, eiskalt. Immer nur das gleiche Zeug. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Schorn. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Grognackt der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Schatz. Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Etwas, das zweifellos und unbestreitbar amerikanisch ist.
Ich spreche natürlich von unserem Nationalsport. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Du hast kurz was gehört. Los! Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania.
Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Mann. Möge Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Sir, wir müssen Sie runter in den Boot schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte! Alles klar, das war's. Runter damit. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alle neuen einfach Bewohner hier entlang, bitte. Gehen bitte hier, männlich. Weiblich, alles Kind. Hier entlang, bitte. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Einfach hier entlang. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Es ist den Gang dorthin. Es ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Es ist Form. Willkommen. Unser Nehmen Zuhause. Sie sich dort einen Anzug. Alles, Sir. Was wir hatten. Meine Eltern sind unten in D.C. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Wird stets für Sie da sein. Sie werden sich hier wohlfühlen. Passt prima, ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird... Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung.
Das ist sie. Da. Mach sie auf. Schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Oh Gott! Warum sollte Vortec das tun? Sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Kakerlaken? Was zum Teufel?
ist hier passiert? Wo sind alle? Ist das alles, was noch übrig ist? Ned, dich hole ich mir später. Terminal irgendwo. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft?